Oh. Ja. طال غيابك. طاب يومك. راس. Komm mir nicht so nah. Da. Ein Mitglied von Adiab. Dem sollte ich nachgehen. Das Symposium sollte hier stattfinden. Die hellsten Köpfe Bagdads teilen ihre Weisheit. اگر جدیدترین ارقام مر و دمشق را Verzeihung, ich möchte zur Vorlesung des großen Gelehrten. Fasil Fahims Vorlesung über die vorsintflutlichen Vorfahren der Menschheit beginnt bald. Labe dich bis dahin gern an unserer reichen Auswahl vorzüglicher Köstlichkeiten und Erfrischung. Arib al-Mamunia, die Dichterin. Wo ist Arib? Ich hatte gehofft, ihre strahlende Präsenz erleben zu dürfen. Man sieht sie so selten außerhalb der runden Stadt. Die Wunderbare ist im Garten und sinnt über die Vollkommenheit der Natur nach. Ach, wäre ich nur eine Blüte in ihren kundigen Händen und Muse für ihre salbenden Verse. Sie wird erleichtert sein, einmal nicht von ihren reichen Gönnern belagert zu werden. Oh, vielleicht führt sie ein aufregendes Doppelleben und schleicht sich aus den Palästen, um Inspiration im einfachen Leben zu finden. Ich bezweifle es. Der Übersetzer. Was, Unain? Du solltest nicht so bald zurückkommen. Ja, ich fürchte mich auch. Doch konnte ich meinen Büchern nicht fernbleiben. Ich schätze, man folgt immer seiner Pflicht. Bis bald. Ich sagte doch, wir sehen uns. Wohl wahr. Was führt dich wieder her? Ich möchte dir etwas zeigen. Die Langweiler im Haus der Weisheit sammeln die wildesten Kinkerlitzchen und Geräte. Ich war schon mal hier, Nihal. Das ist Ahmad ibn Musas Werkstatt. Hast du dich da reingeschlichen? Ahmad und seine Brüder können wahrlich fantastische Apparate entwickeln. Nicht alle seine Einfälle sind so nützlich, fürchte ich. Guck nicht so selbstzufrieden. Die Welt ist voller Wunder. Allahs Kunst, doch seine Schöpfung ist voller Rätsel. Ich meine... Da läuft mir ein Schauer über den Rücken. Als würde ich ein kosmisches Geheimnis lüften. Du liest zu viel über Magie und verlorene Städte unter den Dünen. Und du liest zu wenig.
Vielleicht gibt es andere Welten, andere Völker zwischen den Sternen. Unsinn. Erinnert dich das an deine Albträume? Nein. Eher an etwas aus dem Bimaristan. Oder an einen Übungsplan der Verborgenen. Ah ja, lautlose Arten, schnell zu töten. Tod in Sekunden. Oh, das habe ich schon einmal gesehen. Ist es das, was du mir zeigen wolltest? Ja. Es erinnert mich an das Ding, das wir im Palast fanden. Was ist das? Eine Zeichnung aus einem uralten Buch. Du verschweigst mir doch irgendwas. Du willst nicht wissen, was hinter verschlossenen Türen geschieht. Wieso? Weil du es auch nicht weißt? Weil, wie Darwish sagt, es manchmal besser ist, die Wahrheit hinter den Dingen, die wir tun müssen, nicht zu kennen. Die Wahrheit ist, Basim, dass alles hier ist, direkt vor deinen Augen. Aber du willst es nicht sehen. Es geht um dich. Es ging immer nur um dich seit jener Nacht. Ich habe einen Eid geschworen, mein altes Leben hinter mir zu lassen und dem Pfad der Schatten zu folgen. Vielleicht findest du eines Tages das Licht. Doch bis dahin bleibe ich bei dir, bei jedem einzelnen Schritt, damit du auch ja nicht vergisst, wer du bist. Willst du mir drohen? Das weiß ich nicht. Da ist diese Dichterin, die Tabith liebt, deren Werke sich stets an unerwarteter Stelle finden. Geist der... Ja? Symmetrie von See und Himmel. Doch nur in deinen Augen treffen sich diese Gefilde. Du kennst mein Werk. Und wer bist du wohl? Ein Freund der Dichtkunst, mehr nicht. Und der Ordnung. Oder besser, des Chaos. Ich kenne nur einen lebenden Dichter, der das Chaos so sehr liebt. Ali ibn Muhammad. Verehrst du seine schlichte Arbeit? Der Wettstreit zwischen euch beiden ist wohl bekannt. Er nährt die Kunst. Ich weiß nicht zu wählen. Höchst diplomatisch. Aber ich lasse mich lieber von diesen lieblichen Blumen inspirieren. Einen guten Tag. Gelehrten beginnt nach kurzer Verzögerung. Erfreut euch derweil an unseren schmackhaften Kleinigkeiten und dem klingenden Scharfsinn eurer Mitmenschen. Der Sternkundler könnte zu Ihnen gehören, obwohl ich das bezweifle. Said, es ist mir eine Ehre, deine Bekanntschaft zu machen. Wie schön, wenn mehr junge Leute das Haus der Weisheit aufsuchen. Glaubst du, der große Gelehrte wird eine gute Vorlesung halten? Vergeude deine Zeit nicht mit seinem Gerede. Ich habe viel praktischere und ergötzliche Bücher geschrieben. Zu welchen Themen? Unter anderem über Sonnenuhren, Astrolabien, Sterne und Planeten, sowie über den Umfang der Erde. Faszinierend, Said. Ich werde deine Bücher lesen. Auf bald. Klingt, als würde die Vorlesung bald beginnen.
Ich sollte zurück zum Kahraman. Verzeihung. Wird Fasil Fahims Vorlesung bald beginnen? In der Tat. Geh hinein, wenn ich bitten darf. Willkommen alle miteinander im Haus der Weisheit. Dem Hort des Lernens in Bagdad. Ach, was sage ich? Der gesamten Welt. Ich bin Fasil Fahim Al-Kemsa, oberster Gelehrter des Hauses der Weisheit. Weisester der Weisen. Heute werde ich euch mit etwas erschüttern, das nach unerhörter Blasphemie klingt. Seid unbesorgt. Ich mag alt sein, doch mein Verstand ist noch scharf wie Stahl. Heute spreche ich von Mysterien, von Geschöpfen aus vorsinnflutlicher Zeit. Erzählen nicht die alten Propheten von Riesen vor der Flut, die sich von Allah lossagten und falsche Götzen anbeteten? Ist es nicht möglich, dass diese Riesen Wunder schufen? Werke mit rätselhaften Kräften, die nun verloren sind. Zahra und Hassan sind tot, gerichtet durch einen Attentäter. Wirklich? Said, bitte versteck dich, bis es wieder sicher ist. Verzeiht, gute Leute, aber die Vorlesung ist beendet. Bitte, erkundet doch stattdessen die vielen Kammern im Haus der Weisheit. Du nennst dich den großen Gelehrten, Fasil. Du verbrennst Bücher und hoffst, dass der Rauch deine Verbrechen vertuscht. Wie viele hast du auf deiner Suche nach Wissen geopfert? Wie viele hast du im Namen der Forschung benutzt, verletzt und weggeworfen? Jetzt versteckst du dich im Haus der Weisheit, das du auf Abwege gebracht hast. Doch ich finde dich. Und übe Gerechtigkeit für jedes Leben, das du für dein großes Werk zerstört hast. Es ist wahr. Fasil führt den Orden in Al-Abbasiyah. Ich muss ihn zur Strecke bringen. Der alte Schwindler Fasil ist untergetaucht. Ich möchte mich über die Kürze der Vorlesung beschweren. Ich bin überaus enttäuscht. Hast du das Gesicht des Gelehrten gesehen? Es war vor Grauen verzerrt. Wie jemand, dem eine Schädelbohrung bevorsteht. Das ist ja widerlich. Vergiss es dir. Wie aufregend. Was mag den großen Gelehrten so erschreckt haben? Vielleicht ist dem alten Narren eins seiner vorsinnflutlichen Geschöpfe erschienen. Der Mann ist eine Schande. Aber wohin ist er geflohen? Angeblich gibt es unter dem Haus der Weisheit Geheimgänge. Vielleicht steckt er da unten. Ja, ich hörte, wie auch der Dachgärtner solche Gänge erwähnte. Welch farbenfrohes Detail für meine Verse! Der Gelehrte floh durch geheime Stollen vor eingebildeten Göttern, die ihm an die Kehle wollen. Ich bedarf deiner Augen, Sadiki. Verzeihung. Ich hörte ein Gerücht über einen versteckten Keller unter dem Haus der Weisheit. Ein versteckter Keller? Soll das ein Scherz sein? Nein, ganz und gar nicht. So ein großes Gebäude hat doch sicher Keller und Untergeschosse, um Bücher und Tinte zu lagern. Ich bin mir keiner solcher Bereiche in diesem Haus bewusst. Vielleicht hilft ein kleines Zeichen meiner Wertschätzung deiner Erinnerung auf die Sprünge. Sehr großzügig. Morde, Gemetzel und Feuer. Es wird höchste Zeit, dass ich das Haus der Weisheit verlasse. Vater hat ein schönes Teppichgeschäft in Samarra. Er wollte immer, dass ich es weiterführe. Eine kluge Wahl. Nun, gibt es versteckte Keller? Oh ja, natürlich. Bitte verzeih. Jetzt, da du es erwähnst, es gibt eine Luke zum Untergeschoss auf dem nordwestlichen Hof. Danke.
Zeit. لو كان ابن موسى على قيد الحياة فقط ثم يستدعيني هكذا متهما إلي بأنني معاد للحدث. Sei meine Augen, Kido. خبری از شتردار نشد. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Torwächter, lass mich durch. Jene, die vor uns kamen, sind? Was redest du denn da? Jene, die vor uns kamen, sind? Ich komme auf dich zurück. Ich habe fast ins größte Werk verlegt. Jene, die vor uns kamen, sind... Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Wie bitte? Du hast das Meisterwerk des großen Gelehrten verloren? Es tut mir leid. Ich wurde von der Anwesenheit der berühmten Dichterin Arib abgelenkt. Vergiss die Dichterin! Wir müssen Fassils Buch finden, sonst sind wir beide tot. Klingt wie ein Teil einer Losung. Wenigstens schönes Wetter. Das ist so langweilig. Yeah!
Ja! Der Dümmel macht Freude! Ja! Sehr einfallsreich! Ja! Das war nicht schlecht! So wie vorhersehbar! Sieht aus, als hätte jemand ein Buch im Treppenhaus verloren. Was? Gleich verstummst du! Das Buch wirkt da fehl am Platze, so hinter einem Pult verkeilt. Eine Geschichte des großen Gelehrten und seiner wunderbaren Reformen für das Haus der Weisheit von Fasil Fahim. Ich weiß nicht, ob das das richtige Werk ist. Dieser Brief erwähnt einen privaten Lesebalkon. Vielleicht hat jemand das Buch mit dorthin genommen. Was?
Nun kannst du ruhen. Ich setze meine Waffen hier besser nicht an. Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Leihe mir deine Augen. Ich kann nicht glauben, was Imad zu dir gesagt hat. Ich weiß, du bist... Warte! Jetzt bezahlst du! Von zwei Seiten zugleich! Wird gemacht! Stirb, du! Ich weniger reden, ne? Los bei den Dächern, sag ich. Hier gibt es viel zu tun. Und sicherer ist es. Beide dunkle Korridore. Besonders nach dem Bau in der Bibliothek. Feindlich! Stell dich uns! Ich bin aus dem Ofen geschossen. Der Schlüssel könnte nützlich sein. Setze meine Waffen hier besser nicht ein.
Ich setze meine Waffen hier besser nicht ein. Torwächter! Jene, die vor uns kamen, sind? Ich kehre mit der Losung zurück. Die Luft ist rein. Ich kann, falls nötig, meine Waffen wieder verwenden. Sieht aus wie ein geheimer Eingang. Das Schicksal ruft. Besorgt. Wir haben reichlich Freiwillige. Eher lasse ich mir die Zähne mit heißen Eisen ausheißen, als dass ich da reingehe. Was? Wie? Irgendetwas im Argen. Es stinkt nach Moder und Eisen. Das Gewand könnte helfen, näher an Fassil heranzukommen. Was haben sie diesen Leuten angetan?
Das wird der arme Tropf nicht mehr brauchen. Damit kann ich untertauchen. Hier lauert das Grauen. Doch das Schlimmste ist, dass ich das alles schon mal gesehen habe. Irgendwie. Wer untergräbt mein großes Werk, tötet meine Verbündeten und verdirbt meine Vorlesung? Es ist ungehört. Das trägt die Handschrift eines ausgebildeten Verborgenen. Vielleicht eine Fraktion aus der Runden Stadt. Oder einer dieser Neider aus Ashakia. Die Morde waren jedenfalls zu raffiniert für Söldner. Egal. Sobald ich den Mechanismus verstanden habe, werde ich mich El-Bahamut beweisen. Hier rein, Hohlkopf. Du bist neu, nicht wahr? Ich erkenne dich nicht. Sie versprachen dir Gold, wenn du dich freiwillig meldest, oder? Egal, denn was du gleich sehen wirst, übersteigt alle weltlichen Reichtümer. Fürchte dich nicht. Fürchtest du dich? Das ist mein großes Werk. Ich nenne es Arruch. Es nimmt dich mit auf eine Reise in ein anderes Reich. Warum hinterließen die Ersten diese Welt voller Narren, frage ich mich, und mit so wenigen meiner Art. Wir nennen dies das Haus der Weisheit, doch sein Fundament ist brüchig. Denn unter dem Haus der Weisheit liegt das Verlies der Unwissenheit. Und auf solch dunklen Geheimnissen errichten wir unsere Philosophien. Forschung ist die edelste Tätigkeit. Wissen ist die größte Macht. Nein! Nein? Was sonst? Gerechtigkeit. Vielleicht ist dies der Ort. Vielleicht liegt hier das absolute Wissen. So erinnere ich mich nicht daran. Hinter den Türen war es heller. Doch am Ende sehen wir alle nur Dunkelheit. Ich muss hier raus und Tabit berichten.